Ja, ja, ich glaube, die Kubaner haben Musik im Blut. Ja, das glaube ich. Es überträgt diese Energie in Bewegungen. Es überträgt sie in körperliche Energie. Ein sehr gebildeter und fleißiger Mann, der die Wurzeln der kubanischen Kultur, insbesondere der kubanischen Musik, grundlegend kennt. Ein fantastischer Typ, super lustig und witzig. Ein Mann, der der Gründer der wichtigsten Band war, die Kuba je hatte. Oder wie wir in Kuba liebevoll sagen, Musiker, Dichter und Verrückter.